Willkommen, liebe Hörer, hier im Schalke-Glückauf-Stadion. Wir sind in der 37. Minute. Noch ist nicht viel passiert. Oh, herrlicher Abschlag. Wieso konnte mir das passieren? Ein preisgekrönter Sportreporter blickt auf sein Leben zurück. Viel ist nicht mehr davon übrig. So ein brutaler Persönlichkeitsverlust. Alles, was mich mal ausgemacht hat als Persönlichkeit, war weg. Da ist nichts mehr. Sie fühlen sich so niedrig. Es war die Hölle. Es war die Hölle. Werner Hansch wohnt in einem Haus, das ihm nicht mehr gehört. Bald zieht er aus. Wenn du so willst, ist eben auch die Einsamkeit, die ich heute empfinde, auch ein Preis, sozusagen ein negativer Preis, den ich bezahlt habe. Einsamkeit ist schlimm, vor allen Dingen im Alter. Fast 10 Jahre war Werner Hansch süchtig nach Sportwetten. Ich habe immer sehr gut verdient, habe eine Menge Geld angeschafft. Am Ende aber habe ich alles verzockt, verspielt und verloren. Ich bin in eine tiefe Schlucht gefallen. Auf Kampfbahn in Gelsenkirchen, Schalke. Hier fängt 1973 alles an. Werner Hansch kommentiert sein erstes Fußballspiel, mehr oder weniger durch Zufall. Hansch ist Stadionsprecher auf Schalke, Radioreporter, und von 1978 bis 2006 ist er der deutsche Fußballreporter in Funk und Fernsehen. Er bekommt Preise, ist ein beliebter Gast auf den Bühnen der Unterhaltungswelt. Die Feuilletons der Zeitungen schreiben euphorische Kritiken über seine einmalige Art, den Fußball zu kommentieren. Das kann sich keiner vorstellen. Reporterlegende Werner Hansch. 40 Jahre eine unglaubliche Karriere. Glück hat immer dazugehört. Bis zu dem Tag, als Werner Hansch das erste Mal auf Pferdewetten setzt. Er wird spielsüchtig. Verzockt innerhalb von 10 Jahren ein erfolgreiches Leben. Heute ist Werner Hansch abstinent, will in erster Linie über Glücksspielsucht aufklären. Mein Hauptanliegen sind junge Menschen. Das heißt, ich will sie da abholen, bevor sie in die Schlucht gefallen sind. Der Glücksspielmarkt, ein Milliardengeschäft. Die Kosten, die für die deutsche Volkswirtschaft infolge von süchtigem oder problematischem Spielen entstehen, belaufen sich laut einer Studie der Uni Hohenheim auf rund 326 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man sich die Realität in der Bundesrepublik anschaut, haben wir heute ungefähr 500.000 Menschen, die Sachen Spielsucht auf der Kippe stehen. 200.000 sind richtig spielsüchtig. Das heißt krank. Darunter leidet die Familie, der gesamte Freundeskreis. Also viele werden damit hineingezogen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die muss man erkennen und frühzeitig stoppen. Im letzten Jahr wurde der Glücksspielstaatsvertrag verändert. Suchtexperten wie Tobias Heyer von der Uni Bremen sehen darin den Spielerschutz nicht ausreichend berücksichtigt. Der Gesetzgeber bzw. die Politik hat sich entschieden, den kompletten Online-Glücksspielmarkt zu öffnen, zu legalisieren seit Mitte letzten Jahres. Es bedeutet aus meiner Sicht erstmal eine Zunahme legaler Spielanreize, legaler Suchtgefahren. Die Anbieter werden sich zukünftig eine goldene Nase verdienen, das zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit. Ob denn aber die Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen ihre volle suchtpräventive Wirkung entfachen, wage ich einmal zu bezweifeln. Der Deutsche Sportwettenverband verwies im Vorfeld der Gesetzesänderung auf den staatlichen Auftrag der lizenzierten Unternehmen. Diese stünden für transparentes und verlässliches Glücksspiel.
Außerdem würden sie für Verbraucherschutz, Spielsuchtprävention und Jugendschutz einstehen. Werner Hansch sieht den neuen Glücksspielstaatsvertrag jedoch kritisch. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, die Strategen, die Manager dieser Glücksspielanbieter, die wissen ganz genau, die Umsätze, die da erzielt werden und die Profite kommen nur dadurch zustande, dass sich Menschen am Glücksspiel beteiligen, die schon süchtig sind oder kurz davor, es zu werden. Prävention und Aufklärung sind Mittel, auf die Werner Hansch setzt. Er hat eine neue Rolle gefunden, ist jetzt Botschafter für den Fachverband Glücksspielsucht. Heute ist er in Bad Fredeburg. In einer Suchtklinik hält er einen Vortrag vor anderen suchtkranken Menschen. Ich werde meine Geschichte erzählen. Viel mehr kann ich nicht. Und ich hoffe, dass ich damit diese Zuhörer hier erreiche und woran mir auch liegt. Ich will den Menschen Mut machen. Ja, ich will den Menschen Mut machen und sagen, hier steht heute einer vor euch, der hat es irgendwie geschafft. Wenn man Schuld- und Schamgefühle überwindet und offen zugibt, dass man nicht mehr Herr der eigenen Entscheidungen war, dass man die aber auch wieder rückgewinnen kann und dass das auch anstrengend ist und dass das harte Arbeit kostet, das kann vielen Menschen helfen und auch viele, die schon drin sind, motivieren, den Aufstiegsversuch zu machen und auch erfolgreich auszusteigen. Wann fing sein Spielen an? Das ist eine Frage, die hier alle interessiert. Es war ein ganz normaler Tag. Werner Hansch ist durch Zufall in Recklinghausen, als er an einem Wettbüro für Pferdewetten vorbeikommt. Die Tür steht auf und er geht rein. Nicht wissend, dass sich sein Leben ab diesem Moment verändern wird. Da habe ich mehr oder weniger völlig unbeachtet in die Hintertasche gefasst und kriege einen 20er zu fassen. Da habe ich dem das Geld übergeben und gesagt, ja, mach mal für mich mit. Im Grunde anteilslos. Werner hat Pech, denn er hat Glück und gewinnt. Von da an fährt er erst monatlich, dann wöchentlich, irgendwann täglich nach Recklinghausen. Und ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie schnell ich dann sozusagen in diesem Rohr, ich bezeichne das mal ein Rohr ohne Haltepunkte im Innern, runtergestürzt bin. Das ist ein typisches Beispiel für Sucht im Alter. Und habe gedacht, toll, dass er den Mut hat, da jetzt offen drüber zu reden und sich als Beispiel hinzustellen und in die Präventionsarbeit einzusteigen. Und dass er das tut, würde ich mal vermuten, hat auch einen heilsamen und protektiven Effekt für ihn, abstinent zu bleiben. Hier weiß jeder im Publikum, von welchen Nöten er redet. Und auch von den Verletzungen, die man einem Menschen zufügt, den man eigentlich liebt. So wie Werner Hansch seiner Lebensgefährtin. Was will diese Frau? Ich bin doch nicht süchtig. Ich habe diese Frau nicht verstanden. Gegenteil, die hat für mich gekämpft, um mich gekämpft. Und ich habe immer gedacht, die kämpft gegen mich. Dann kam aber dieser Tag. Dann war sie wirklich weg. Auf dem Weg zur Haustür hat sie einen Schlüsselbund auf den Küchenblock geknallt und gesagt, ich komme nie mehr zurück. Nichts mehr verbergen. Diese Offenheit berührt. Dass er in seinem Alter noch vorwärts geht und auch vermitteln kann, hier, ich bin jetzt nicht mein Leben lang, aber es kann mich immer noch treffen oder auch ältere Menschen. Der ist ja auch ein Vorbild als bekannter Sportreporter. Und dann sich zu outen und anderen Leuten auch zu helfen, da bedeutet eine Menge Mut. Ein Baum an der Klinik in Bad Fredeburg erinnert an ehemalige Patienten. Nach dem Entzug haben sie hier ihre alten Schuhe aufgehangen. Ein erster Schritt auf ihrem neuen Weg. Nicht jeder Glücksspielsüchtige muss stationär behandelt werden. Werner Hansch hat den Ausstieg aus der Sucht mit einer Selbsthilfegruppe geschafft. Ganz wichtig ist oft die Gruppe, das Beispiel der anderen. Der Mitbetroffenen, das haben die besser gemacht, da war ich vielleicht schon weiter.
das gegenseitige Unterstützen, das ist einer der wichtigsten Wirkfaktoren. Man kann man ja in Form eines Stufenmodells denken. Wenn ich es alleine nicht schaffe, wenn ich es mit Betroffenen nicht schaffe, dann kann ich mir eine ambulante Suchtbehandlung organisieren. Wenn ich es damit nicht schaffe, dann gehe ich eben stationär. Menschen verlieren, belügen, betrügen. Oft ausgerechnet die, die einem nahestehen. Im Fall von Werner Hansch trifft es Hermann Beckfeld. Der Lokaljournalist ist ein enger Freund. Auch bei ihm leiht sich Werner Hansch Geld. Ich habe erst mal gedacht, ich vertraue Werner so, wie man Freunden vertraut. Ich habe noch nie Geld verliehen, habe dann aber ihm das Geld gegeben. Er kam in die Redaktion, da war er schon verändert. Er hat sich keine Zeit genommen, sich nicht hinzusetzen, mal eine Tasse Kaffee zu trinken, wie sonst üblich, sondern er hat das Geld genommen, war weg, hat den Darlehensvertrag, den ich provisorisch ausgefüllt hatte, unterschrieben, interessierte ihn der Text nicht, und er war weg. Und danach war Funkstille. Die Glücksspielsucht können Sie von außen nicht erkennen. Das ist für die Betroffenen fatal, weil sie teilweise ein Lügengerüst aufbauen, über mehrere Jahre, gar Jahrzehnte ein Doppelleben führen. In eine Parallelwelt einsteigen. Und die zentriert sich immer mehr auf das Glücksspiel oder die Geldbeschaffung für das Glücksspiel. Ich will sehen, wer super sagt. Erst Jahre später, nach dem Outing, treffen sich die beiden wieder, schreiben ein Buch über die Sucht. Hermann Beckfeld verzeiht die Lügen, fragt sich sogar, ob viele Freunde vielleicht einfach zu lange weggeschaut haben. Hätten wir uns doch alle mal in die eigene Nase fassen müssen und sagen, warum gehen wir nicht auf Werner zu, fragen mal als Freund, was hast du eigentlich, was bedrückt dich, wie können wir dir helfen? Vielleicht kann das Geld auch nicht zurückzahlen, aber vielleicht helfen wir ihm aus der Einsamkeit, aus dieser völligen Verzweiflung raus und aus der Suchtkrankheit, die ihm ja alles genommen hat. Geld, Haus, seine Liebe und seine Achtung. Ob beruflich oder privat, Werner Hansch war immer beliebt, gut gebucht als Moderator, eingeladen bei Kunst und Politik. Doch die Lügengeschichten haben Spuren hinterlassen. Auch wenn Werner Hansch mittlerweile fast alle Schulden zurückgezahlt hat, die Verletzungen bleiben, der Kreis um ihn herum ist heute kleiner geworden. Wenn du so willst, ist eben auch die Einsamkeit, die ich heute empfinde, auch ein Preis, sozusagen ein negativer Preis, den ich bezahlt habe. Einsamkeit ist schlimm, vor allen Dingen im Alter. Menschen haben sich zurückgezogen, aber es entstehen auch neue Freundschaften. Wie die von Werner Hansch und Icke Hüftgold. Sie lernen sich im Promi-Big-Brother-Haus kennen, einer TV-Show. Natürlich war Werner Hansch ein Begriff für mich, ein relativ großer Begriff. Und jetzt bin ich hier und das verschafft mir auch Gänsehaut. Also jetzt auch direkt wieder, weil ich weiß, wie glücklich Werner hier in vielen Stunden seines Lebens war und wie glücklich er auch heute wieder ist, dass er noch mal hier ist. Im alten Vereinsheim des FC Schalke schauen die beiden sich Bilder ihres Kennenlernens an. August 2020, Werner Hansch outet sich mit seiner Glücksspielsucht im Fernsehen. Als Publikumsliebling gewinnt er erst alle Herzen, dann die Fernsehshow. Das war genau die Situation, wo wir uns ganz nahe gekommen sind. Das habe ich genau gespürt. Ja. Und sowas bleibt dann auch. Das ist eine Verbindung, die kriegst du auch nicht mehr. Ja. Die kriegst du nicht mehr zerstört. Ich bin fertig und die Freundschaft spielt einen Pass zur Liebe. Nach dem Sieg bei Promi Big Brother bleiben Hansch und Hüftgold Freunde. Nehmen sogar ein Lied auf. Werner hat durch seine Offenheit natürlich auch aus mir alles rausgeholt. Es hat sich halt dann diese tiefe Menschlichkeit, diese Freundschaft entwickelt, binnen von wenigen Tagen, was man erstmal nicht glauben kann, aber was sich dort auch in der Isolation dann halt auch genauso angefühlt hat. Und dieses Gefühl ist geblieben bis heute. Da sind wir dann deiner alten Wirkungsstätte. Icke Hüftgold unterstützt Werner Hansch, will helfen bei der Aufklärung über die Gefahren des Glücksspiels. Glücksspielsucht ist eine Katastrophe für die Gesellschaft. Wir reden hier von einer Krankheit und es hat nur den einzigen Vorteil für wenige Privilegierte, dass sie sich die Taschen voll machen auf Kosten erkrankter Menschen. Und die Sucht ist schneller da, als man denkt, und das beweisen Studien, aber
die Öffentlichkeit bzw. die Politik ist ja nicht gewollt, daran was zu ändern. Besonders die Entwicklung im Fußball sieht Werner Hansch sehr kritisch. Sportwetten gehören plötzlich dazu. Die Anbieter sind präsent, sponsern beispielsweise die Deutsche Fußballliga oder die ARD Sportschau. Es geht also keine Fußballsendung mehr über den Bildschirm, die nicht von diesen Sponsoren begleitet wird. Nicht? Wir sind jetzt da, heißt der Hintergrund, wo der Fußball schon ein bisschen länger ist, in der Mitte der Gesellschaft, ja. Und unsere kleine Sportwette, die gehört ja irgendwie dazu. Eines fällt jetzt schon auf. Sportwettenanbieter sind plötzlich neben klassischen Glücksspielanbietern präsenter im Straßenbild. Werbung für Glücksspiel flutet den Markt. Es ist frustrierend, weil wir die Beispiele aus dem stoffgebundenen Suchtbereich haben. Wir haben Werbung im Nikotinbereich zurückgeschraubt, wir haben Werbung im Alkoholbereich zurückgeschraubt, weil wir einfach sehen, dass mit Werbung Kollateralschäden verbunden sind. Und ich habe überhaupt kein Verständnis, dass diese gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnisse nicht in politische Entscheidungen einfließen. Ulrich Meurer kämpft als Innensenator Bremens schon viele Jahre für ein Verbot von Glücksspielwerbung. Die Zahl der Suchtkranken löst hohe volkswirtschaftliche Schäden aus und viele Staaten in Europa reagieren deshalb. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass man im Bereich der Sportwetten da den Weg auch gehen wird wie in Italien, Spanien. Es gibt ja einige europäische Länder, die sind schon deutlich weiter und verbieten diese aggressive Werbung. Auch bei uns, glaube ich, muss man erstmal Aufklärung betreiben. Verbündete suchen und dann sehen wir mal. Auf einer Innenministerkonferenz im Dezember scheitert Meurer mit seinem Vorstoß, ein Verbot von Werbung für Glücksspiele zu erwirken. Doch der Bremer sieht sich mit seinem Anliegen noch lange nicht gescheitert. Man darf auch nicht immer kapitulieren, wenn es schon nicht im ersten Anlauf gelingt, sondern ich versuche das immer meinen jungen Leuten nahezubringen. Das Wesentliche ist immer nachsetzen, nochmals und heißt es im Fußballdeutsch so, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Werner Hansch hat also Unterstützer im Kampf für eine gute Aufklärung und für Prävention. Seine Schulden hat er fast alle zurückgezahlt. Er ist seit 2 Jahren abstinent. Dank seiner Freundschaft mit Ilke Hüftgold gibt es auch wieder leichte Momente, in denen sein Witz, seine Freude am Fußball und der Begegnung mit Menschen deutlich wird.